Hallo und herzlich willkommen und heute wieder mit einem neuen Toy Review, diesmal mit Transformers Robots in Skies, kurz RID, X-Prawn in der Deluxe-Fassung. Ja, diese Figur ist in meinen Augen mit der schönste Autobot in Sachen Automodus oder Fahrzeugmodus, den ich bis jetzt gesehen habe. Gehen wir einfach mal gleich zur Figur über, damit ich euch das einfach mal zeigen kann. Die Figur, wie gesagt, ist ein wunderschöner Wagen. Ich würde jetzt sagen Toyota, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Die Reifen sind einfach wunderschön gemacht, richtig aus Gummi. Und auch die Farbüberläufe mit dem grünen Silber sind einfach mehr als gelungen. Das Autobot-Symbol hier vorne, durchsichtige Scheinwerfer, eine Chromstoßstange, die sich als Waffe umfunktionieren lässt. Hier unten diese Aufprallschutzvorrichtung, sehr schön. Man sieht hier, ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, den Kopf von X-Prawn im Fahrzeugmodus von drin. Das hat aber auch die Bewandtnis, weil, das ist auch in der Serie so. Da sitzt dann quasi hier der Pilot, der Mensch, und redet quasi mit dem Kopf, was sehr lustig ist. Aber ja, es macht was her, auf jeden Fall. Man sieht auch hier hinten diesen Ersatzreifen sehr schön, wo die Füße quasi mit dran angebracht sind. Und drunter sieht man eigentlich so gut wie nichts vom Robotermodus, bis auf die Waffen, alle drei. Sehr schön gemacht. Ja, und auch hier, wie gesagt, die Figur wird in einer Deluxe-Version als Blister geliefert. Und wir sehen hier auch hier mit diesem Filtereffekt drüber gelegt, X-Prawn als Toy-Figur, nur eben hier leicht nachgezeichnet. Finde ich eigentlich eine sehr schöne Idee. Auch hier das Logo, das Autobot-Symbol und der Name. Ja, und hier haben wir dann auch, wie bei allen anderen, einmal die Textback-Card und hier verschiedene Texte. Hier oben nochmal auf Deutsch, wer ist dann pausieren möchte. Und wir haben hier einmal noch Sideburn und Prawl. Prawl habe ich in meinem Review-Video euch schon gezeigt. Und die Figur wird in der Advanced Kategorie 3 geliefert. Das heißt also schon ein bisschen schwieriger. Und kommen wir doch einfach mal gleich zu der Figur. Wie gesagt, die Figur ist ziemlich spitze. Die Verwandlung ist ziemlich simpel. Das erste, was ihr machen müsst, ist hier unten die Waffen lösen. Nummer 1 und Nummer 2. Die andere Waffe könnt ihr erstmal dran lassen. Anschließend öffnet ihr hier die Türen. Was ich auch ein sehr schönes Gimmick finde bei dieser Figur, dass man wirklich da die Türen öffnen kann. Aber das kann man bei jeder Figur von dieser Deluxe-Line, was ich sehr toll finde. Anschließend zieht ihr, wenn ihr hier das Dach und den Brustkorb quasi festhaltet, einmal die Beine nach unten quasi. Zieht die komplett heraus. So. Splittet die einfach mal in zwei Hälften. So. Dreht die Reifen nach vorne. Nehmt hier unten den Fuß, knickt den nach vorne. Sind die Füße schon fast verwandelt. Oder wie gesagt, die Beine komplett. So. Jetzt habt ihr hier den Brustkorb. Jetzt zieht ihr hier erst einmal den Arm so nach vorne. Dreht ihn am besten so nach hinten. Das macht alles ein bisschen einfacher. So, dass die Türen quasi ineinander zeigen. Anschließend dreht ihr hinten die Scheibe von dem Auto einmal nach unten. Dreht den Kopf hier oben einmal heraus. Dreht ihn gerade, dass er nach vorne zeigt. Sieht die Figur natürlich schon ziemlich komisch aus. Jetzt dreht ihr hier die Reihe oder bis die Beine so. Und dreht die einfach nach vorne und schiebt die in den Unterkörper so hinein. Anschließend löst ihr hier die Arme heraus oder den Arm. So. Und jetzt habt ihr noch die Möglichkeit, hier diesen Reifen einmal nach hinten zu drehen und die andere Hand quasi sichtbar zu machen. Die auch hier einen bewegbaren Daumen hat, was ich ziemlich cool finde mit einem Gelenk. Und ja, schon habt ihr quasi X-Prawn verwandelt und könnt jetzt hier noch diese Waffen nutzen. Entweder ihm hier hinten einmal anwinkeln und quasi
ja, wie so eine Art Trophäen, wie auch immer, hinten anbringen. Das ist die eine Möglichkeit. Oder was ihr machen könnt, dieser Arm hat eine schöne kleine Funktion. Ihr seht hier angedeutet eine Faust. Aber ansonsten ist dieser ganze Arm gleichzeitig eine Waffe. Hier seht ihr die Abschussvorrichtung. Und dann könnt ihr jetzt jeder dieser beiden Waffen benutzen. Entweder hier diese Klinge, soll eine Klinge jedenfalls darstellen. Oder halt die Schusswaffe, die hier quasi wie so eine Art Auspuff aussieht. Die winkelt hier unten einmal herein, drückt ihr herein. So, ihr könnt dann entweder diese Waffe auch abfeuern, die ziemlich weit fliegt, circa einen halben Meter. Könnt ihr ihn auch quasi anwinkeln. Und schon habt ihr quasi hier Axe-Prawn mit seinem Gewehr. Sieht zwar ein bisschen skurril aus, aber ja, es macht trotzdem was her. Ihr könnt ihm auch natürlich dieses Gewehr in die Hand geben, was natürlich auch schon ziemlich cool aussieht. Und ihm verschiedene Posen dann natürlich auch gewähren. Und ja, die Figur ist relativ gelenkig. Die Beine sind zwar relativ groß, aber wir haben hier einmal ein doppeltes Kniegelenk wegen der Transformation. Ihr könnt das Bein um 90 Grad einmal anwinkeln. Ihr könnt es nach oben winkeln, quasi um 360 Grad drehen, weil hier oben auch ein Balljoint vorhanden ist. Ihr könnt kein Hüftgelenk benutzen, das hat die Figur leider nicht. Der Kopf ist auch hier auf keinem Balljoint, sondern ja, theoretisch schon. Das heißt, ihr könnt nach oben winkeln, das war's. Aber ansonsten eigentlich nur drehen. Der Kopf ist ziemlich geil, finde ich. Vom Design her auf jeden Fall ein dickes Plus an die Figur. Macht echt was her. Und auch die Details an sich, finde ich, sind ziemlich gut gelungen an dieser Figur. Wir sehen hier einmal den Brustkorb mit verschiedenen Farben, Silber, Schwarz, Gelb, Rot. Das ist alles wirklich vorhanden, auch echt gut gemacht. Auch die Details der Arme sind echt gelungen. Und ja, ansonsten hat er hier noch ein Autobot-Symbol hier unten. Bei mir ist nur leider hier ein bisschen Lack abgegangen, den kann ich aber erneuern, das ist kein Problem, aber sonst auch in einem Rot-Metallic. Und ja, wie gesagt, ich finde es schon ziemlich cool. Allein die Faust, am Anfang fand ich es ziemlich merkwürdig und habe es verteufelt. Aber ja, ich finde es hat was. Ich finde es geil, auf jeden Fall. Von hinten sieht die Figur relativ, ja, was soll ich sagen, normal aus. Kein allzu großes Backpack. Das Einzige, was mir an dieser Figur nicht gefällt, ist, dass hier hinten dieser Rücken zu weit nach hinten schaut. Das heißt, ihr habt hier hinten richtig eine Fingerbreite komplett Hohlraum. Und könnt da nichts groß machen. Wie gesagt, außer, dass ihr halt diese Waffen hier hinten platzieren könnt. Ihr könnt natürlich auch noch, wenn ihr möchtet, wie ich es vorhin schon angesprochen habe, diesen Frontgrill hier abnehmen. So, und ihm in die Hand geben. Ja. Und schon habt ihr quasi wie so eine Art Klinge, der quasi den Decepticons in zwei Hälften teilen könnt. Auf jeden Fall eine ziemlich coole Figur. Die Arme sind auch um 360 Grad komplett drehbar. Durch die Waffen natürlich hier hinten, wenn die verstaut sind, ein bisschen eingeschränkt. Ansonsten auch der Ellenbogen ist auch auf dem Balljoint, lässt sich auch ziemlich gut bewegen. Der andere Arm ist ein bisschen eingeschränkt. Ihr könnt ihn zwar auch um 360 Grad einmal drehen an den Schultern und hier unten an diesem Gelenk um ca. 90 Grad. Ein bisschen mehr ist auch möglich, aber richtig gerade machen könnt ihr nicht. Die Hand hier unten ist auf einem Balljoint quasi. Die könnt ihr auch noch richtig schön drehen, machen und tun. Das macht auch schon was her. Aber lasst euch nicht abschrecken von dieser Figur, dass der Arm so gewaltig ist. Das hat was einfach mit dem Charakter an sich zu tun, denn Axe-Prawn ist quasi wie der heutige Prawl, wie wir ihn kennen. Er ist quasi ja, ein Rambock. Das heißt, er schlägt auch gerne mal mit seinem überdimensional großen Arm auch zu. Die Figur, wie gesagt, ist ziemlich gut gelungen. Und ich finde auch von Details her auch mega gut. In ja, so ein leichtes dunkelgrün metallig auf jeden Fall. Die Details sind auch umwerfend, wie ich finde, bei dieser Figur. Auch wenn die Beine ein bisschen groß wirken. Die Gummireifen machen auch einiges her. Man sieht also ein richtiges Radprofil auch. Und ja, die Knieschützer sind, finde ich, ein bisschen tief. Dafür, dass das Knie hier oben ist. Aber ansonsten, wie gesagt, von Details her macht die Figur einiges her.
Ja, wenn ihr diese Figur bekommen sollt, auch hier. X-Brawn gehört quasi zu diesen sogenannten Car Brothers, also zu diesen Autobot-Brüdern. Darunter, das sind drei Stück, Sideburn, Brawl und X-Brawn. Und die quasi auch immer im Team zusammen auftreten und natürlich dann quasi wie so ein Pendant zu den weiblichen Charakteren wie Elita One und RC und Chromia aus dem Transformers-Film sind. Und ja, sie kämpfen immer in sehr guter Formation, machen natürlich mit ihren Stärken und Schwächen eine Menge aus und ja, sind eine große Bereicherung für das Team. Wer die Serie nicht kennt, ich kann sie jedem empfehlen, auch wenn es auf Englisch sein sollte, guckt sie euch an, es lohnt sich. Und auch hier hoffe ich natürlich, dass die Serie irgendwann in Deutschland erscheinen würde. Das war's heute wieder mit meinem Review. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder und wenn ihr natürlich mich abonnieren würdet, würde ich mich tierisch freuen und wenn, empfehlt mich weiter. Aber mir fällt gerade eine ganz wichtige Sache ein zu den Details zu dieser Figur hier noch. Das hatte ich fast vergessen. Wer Details wirklich mag, ihr habt vorhin gesehen, im Automodus lassen sich die Türen öffnen und so. Natürlich lässt sich auch hier noch die Motorhaube öffnen und legt den komplette Motorhaube und den kompletten Motor innen drin frei und so weiter und so fort. Aber gut, das war nur ein kleines Detail am Rande. Wie gesagt, wir sehen uns bei meinem nächsten Review. Ich würde mich freuen und bis dahin, euer Rexor. Ciao.